Hallo Leute, heute werden wir über das Thema reden, über Barrierefreiheit ist ja kompliziert. Darüber werden wir heute mal etwas reden, aber bevor wir damit anfangen werde, will ich gerne auf das Musikvideo hinweisen, was ich ja gestern hochgeladen habe. Ist auch hier unten mal für euch verlinkt in die Videobeschreibung, könnt ihr dann gerne mal vorbeischauen und am Endcut wird auch nochmal hier an die Seite irgendwo eingeblendet. Könnt ihr sehr gerne mal raufgehen und mir Feedback für das Video geben. Und wie ich schon in die Videobeschreibung von das Video reingeschrieben habe, ist hier eine Zusammenarbeit mit meinem Netzwerk. Deswegen habe ich das Musikvideo gemacht. Also gedreht halt eben. Und dann fange ich mal mit das Thema Barrierefreiheit an. Wie ich schon gesagt habe, Barrierefreiheit ist das ziemlich komplex und kompliziert. Zum Beispiel für einen Rollstuhlfahrer gibt es ja andere Barriere wie für einen Blinde zum Beispiel. Eine Blinde braucht zum Beispiel einen Blindestock einmal und so blinde Leitsysteme, wo der Blinde sag mal, gerecht finden kann. Oder auf dem Bahnhof zum Beispiel braucht der Blinde, sag mal, da gibt es ja Karte, da kann man ja lesen und so. Wann ich Züge fahre und so. Ein Blinde zum Beispiel braucht halt eben eine Möglichkeit, dass er das eben alles mit seiner Blindeschrift machen kann, dass er eben dann die Fahrkarte so lesen kann. Falls einer von euch die Blindeschrift kennt, tut ihr ja so ein paar Punkte und so. Und genau das ist da kompliziert, weil für jede Behinderung, auch für geistige Behinderung, gibt es auch ganz, ganz viele andere Unterschiede, die eben barrierefrei dort sein kann. Soweit, dass ein Junge, der eine geistige Behinderung hat, zum Beispiel, sage ich mal, der kann nicht lesen. Für den gibt es andere Hindernisse als für einen Rollstuhlfahrer. Ein Rollstuhlfahrer kann vielleicht, sage ich mal, lesen, aber wenn er überall durchkommt, ist er für ihn super. Und wenn für ihn das komplett barrierefrei ist, aber für mich wiederum, weil ich kann da nicht lesen, ist auf dem Bahnhof ein riesig großes Hindernis, weil nichts wird eine vorgelesen von Maschine oder von den Automaten dort. Und dann weiß man nicht, wann sein Zug, sag ich mal, fährt. Das Ganze ist ja eben für einen, sag ich mal, für einen geistig Behinderten, sag ich mal, sehr, sehr blöd. Der muss da immer jemand fragen, zum Beispiel, wie komme ich zum Beispiel von Köln aus nach Trier, wann fährt denn, wo fährt er ab und so weiter. Weil der kann eben sich selber die Fahrkarte nicht ausdrucken, weil der das eben nicht schreiben kann, wo der halt eben hin will. Und genau das macht das ja ganz so kompliziert, weil für jede Art von Behinderung gibt es viele Hindernisse, also viele unterschiedliche Barrieren zu verhindern. Und das Ganze, sag ich mal, kann man ja nicht unbedingt überhaupt verhindern. Also man kann nicht alles unbedingt aus dem Weg räumen, weil das schon sehr komplex ist. Aber was man zum Beispiel machen kann, man kann ja, wenn die Politiker zum Beispiel so eine Verordnung machen würde, so ein Mindestanstab für, sag ich mal, Restaurants, Züge und Busse, die auf jeden Fall beachten sollen, ein Thema Barrierefreiheit, also so ein Mindestmaßstab, das auf jeden Fall schon mal genutzt werden muss, das was der Mensch auf jeden Fall zu leben braucht. Das wäre zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer über eine Rampe und über einen Zug, wo der genügend Plätze hat, wo der mit dem Rollstuhl hin kann. Dann braucht er eine Behindertentoilette. Fände ich dann gut, wenn man das machen würde. Dann braucht eine geistige Behinderung zum Beispiel, braucht dann, wie soll man sagen, dass die Automate zum Beispiel eine auch gleichzeitig was vorlesen kann, zum Beispiel. Oder dass man die eben da reinsprechen kann, sag ich mal, an der Automate, wenn man von A nach B will, zum Beispiel. Hey, das macht das Ganze immer so kompliziert, weil man muss da viele Dinge beachten. Viele meinen ja mit Barrierefreiheit sind ja nur Rollstuhlfahrer, mit gemeint eben keine Treppenstufe und so. Das Ganze ist einfach falsch, es gibt viele Barrieren. Für eine geistige Behinderung zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe.
der KIB dann die Automate eben nicht lese. Und da muss man über auf jeden Fall eine passende Lösung finden. Zum Beispiel, dass ein Automat einen erlauben tut, so ein kleines Mikrofon halt an die Ecke, dass man da eben zum Beispiel reinsprechen kann. Zum Beispiel, man klickt da drauf und man sagt Köln. Von Trier aus. Da man über das alles dort reinsprechen kann, um sie die Fahrkarte daneben auszudrucken. Das finde ich gut. Wenn man das so ein Master dafür hätte, was man eben alles beachten tut oder beachten muss. Und das, was man eben am sinnvollsten eben umsetzen kann, um das möglichst barrierefrei zu machen. Man kann eben auch nicht unbedingt überall das alles durchsetzen, weil es fehlt auch ganz oft das Geld dafür, um eben die Gebäude, sag ich mal, dementsprechend barrierefrei zu machen. Viele Gebäude sind zum Beispiel alt, sehr alt, und dann kann man da nicht unbedingt, oder ist meistens nie genügend Platz für einen Rollstuhl, für Aufzug zum Beispiel. Oder für einen Lift, wo da alle hochgeht. Und ein Lift zum Beispiel ist auch schon sehr, sehr teuer. Die Krankenkasse übernimmt das ja nicht. Ich glaube, so ein Lift kostet um die 20.000 Euro. Und die Krankenkasse übernimmt das eben nicht. Und deswegen ist es sehr schwierig, eben das alles barrierefrei zu machen. Weil das Ganze oder vieles wird sehr, sehr teuer. Aber was man machen kann, wenn zum Beispiel Geschäfte oder an Restaurants eine kleine Treppenstufe zum Beispiel hat, da kann man da zum Beispiel eine tragbare Rampe hinmachen, damit man eben dann dort da hoch kann. Und das fände ich so groß und ganze eigentlich super, wenn man das Ganze so versucht tut umzusetzen. Eben wenn Geschäfte 2 bis 3 Treppenstufe haben, dann auf jeden Fall die Möglichkeit bieten tut, eine Rampe anzubieten. Für den Rollstuhlfahrer zum Beispiel. Und das ist davon die Kosten, sag ich mal, nicht unbedingt die Welt. Und jo, könnt gerne mal eure Meinung darüber, gerne mal in die Kommentare gerne auslassen. Könnt gerne mit mir darüber diskutieren. Würde mir auf jeden Fall freuen. Und jetzt hier blende ich nochmal mein Musikvideo irgendwo ein. Könnt ihr lieber gerne mal raufklicken und mir gerne Feedback für das Musikvideo geben. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute, und haut rein!